Hi, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Antonia und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird mal nicht gemalt. Was für eine Überraschung. Das ändern wir nächste Woche wieder. Aber in diesem Video zeige ich euch drei verschiedene Wege, wie man seine Basic-Oberteile neu gestalten, aufpimpen und oder upcyclen kann. Ihr kennt das, ihr habt vielleicht was im Schrank, das ist langweilig, einfarbig, ihr tragt es nicht so oft und wollt dem Kleidungsstück einfach neuen Leben einhauchen. Oder vielleicht wollt ihr auch einfach was ganz Spezielles, Einzigartiges, was nur ihr habt. Und ja, vielleicht bietet euch dieses Video ein paar Ideen, was man so mit seinen Klamotten machen kann. Unter anderem habe ich zum Beispiel diesen Pullover hier gemacht. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich den gemacht habe und die ganzen anderen Sachen, dann bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video. Hier seht ihr die 5 Basic-Oberteile, die ich in diesem Video upcyclen bzw. aufpimpen möchte. Das sind 4 T-Shirts und ein Pullover. Kommen wir auch gleich zur ersten Sache. Das ist auf jeden Fall die, die am schnellsten geht und am coolsten ist, finde ich. Und zwar das Bedrucken von Klamotten. Diese 3 Sachen habe ich mir ausgesucht. Und zwar habe ich mir, die habe ich jetzt von Saturn, so eine T-Shirt-Folie gekauft. Und damit will ich es probieren. Okay, ich habe einmal das Motiv, das ich gerne drauf haben möchte, schon vorher aufgedruckt und dann gecheckt, welche Seite oben liegt und welche Seite bedruckt wird von meinem Drucker. Das müsst ihr auf jeden Fall vorher auschecken, bevor ihr es ausdruckt. Und dann druckt ihr es einfach aus und zwar ohne irgendwelche Spezialeinstellungen, sondern ganz normal, wie ihr es auch auf Papier machen würdet. Es steht auch nochmal ganz genau in der Anleitung, die dabei ist, welche Seite bedruckt werden muss. Ich habe das Ganze vorher auf einem Probe-T-Shirt probiert. Danke Mama für das T-Shirt. Und da ist mir aufgefallen, okay, man muss auf jeden Fall das Motiv ausschneiden, weil sonst ist es weiß. Das T-Shirt habe ich wieder mit meinem Canvasboard unterlegt und dann müsst ihr nur noch die Folie abziehen. Das ist gar nicht so einfach, aber ihr habt sie dann abgezogen und legt es so, wie ihr es gerne hättet, dann aufs T-Shirt. So, und dann einfach nur noch überbügeln und schön über die Kanten gehen, auch schön lange, also da stand jetzt so 3 Minuten, damit das alles schön fest ist und ohne Dampf macht es. Irgendwie, ich hatte das zwar so eingestellt, aber beim ersten Mal hat es nicht so ganz so super funktioniert, deswegen ist da so eine doofe weiße Stelle und ja, das hat beim ersten Mal nicht so super funktioniert. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich fand das Motiv und das T-Shirt echt cool, aber naja, ich habe ja noch 2 Versuche. Also auf ein neues, ohne Dampf. Passt da auf. Okay, mein Fazit, es hat extrem gut funktioniert. Ich bin total happy. Am besten hat es auf den weißen funktioniert. Das steht da aber auch drauf für helle Stoffe. Und ich denke, wenn man sich auch Sachen so selber bearbeitet, kann man richtig coole T-Shirts selber machen. Und ich habe noch ein paar Folien übrig. Also ich denke, ich werde jetzt öfter noch ein paar T-Shirts machen. Und falls euch die Bilder gefallen haben, die ich benutzt habe, ich habe auf Pinterest eine eigene Pinnwand mit diesen ganzen Disney-Bildern. Und wenn es euch interessiert, schaut doch mal rein. Da sind auf jeden Fall alle Bilder drin, die ich benutzt habe. Kommen wir zur Idee Nummer 2 und zwar dem Nähen. Das habe ich vorher schon mal ausprobiert, um zu gucken, ob das so klappt, wie ich mir das gedacht habe. Denn ich habe das hier zum ersten Mal gemacht. Nähanfänger auf jeden Fall. Ich habe hier ein Stück Stoff, das ist auf jeden Fall länger als der Ärmel. Da bin ich aber nach Augenmaß gegangen und die Breite ist so circa 8 cm. Dann habe ich das T-Shirt auf links gedreht, habe den Stoff einmal umgeschlagen und an den Ärmel eben rangepinnt. Und dann habe ich das Ganze mit meiner Nähmaschine einfach festgenäht. Und zwar mit einem Geradstich, immer schön die Pins dann entfernen und habe Platz gelassen und nicht ganz alles zusammengenäht. Und so sieht's aus. Dann habe ich das T-Shirt wieder richtig rumgedreht, den Stoff am Ärmel quasi umgeklappt und dann wieder so eingeschlagen, damit es eine saubere Kante ist und festgepinnt. Ich hoffe, ihr seht, was ich meine. Und dann das Ganze, so wie vorhin, auch wieder festnähen. Wenn alles festgenäht ist, können wir uns um die Enden kümmern. Da habe ich jedes Ende einmal in sich so reingeklappt, damit es schön sauber ist. Dann das eine in das andere gelegt und dann darüber genäht. Ich hoffe, das war verständlich. Yep, das ist das fertige T-Shirt. Ich finde es ganz okay. Wie gesagt, ich bin Nähanfänger. Meine Nähte sind nicht gerade. Manchmal ist mir der Faden gerissen und ich musste neu ansetzen. Das sieht man natürlich alles. Der erste Ärmel sieht ganz schlimm aus. Das zeige ich euch auch nicht. Da muss ich mich echt noch einfuchsen. Aber die Idee ist auf jeden Fall ganz süß. Und als letztes habe ich mich am Sticken probiert. Dafür habe ich mich für das grüne T-Shirt entschieden. Sticken, auch wieder eine Sache, die ich noch nie vorher gemacht habe. Ich hatte aber so ein Anfängerset, auch mit so einem Rahmen, weil ich mal so einen Anfall hatte von, ich bringe mir selber Sticken bei.
Ich habe mich hier an Gänseblümchen probiert, das habe ich auch vorher gemacht, während ich Netflix geschaut habe, um zu checken, ob ich das überhaupt hinkriege. Dieses Video ist absolut kein Tutorial, es soll euch nur Ideen geben, was man so mit T-Shirts machen kann. Es ist halt wie beim Nähen, ne? Faden in Nadel und einen Knoten und den Stich, den ich hier gerade mache, der heißt französischer Knotenstich und davon gibt es eine Menge Anleitungen im Internet, deswegen erkläre ich es jetzt hier nicht. Dann einfach vernähen und dann geht es auch schon weiter mit dem weißen Faden. Dazu kann ich euch auch einfach mal gar nichts sagen, denn ich bin total planlos an die Sache rangegangen. Ich habe einfach irgendwie Stiche gesetzt und geguckt, dass es gut aussieht. Wenn ihr meine Blumen seht, die sehen alle total verschieden aus. Und bei manchen hatte ich mehr Glück, bei anderen nicht so. Ja, man hätte sich vielleicht auch einfach ein Tutorial angucken können, aber ich bin faul und mache die Sachen einfach immer gerne, ohne mir vorher irgendwie was anzugucken und hoffe, dass es funktioniert. Also seid besser als ich, guckt euch ein Tutorial an und wenn ihr schon sticken könnt, hoffe ich, dass es nicht allzu schlimm ist, was ich hier mache. Das sind sie, meine Gänseblümchen. Tada! Oh Mann. Okay, ich hätte es gerne den ganzen Kragen lang gemacht, aber ich hatte nicht mehr genug Garn. Also stellt euch darauf ein, ihr braucht viel Garn. Man hätte sich jetzt vielleicht auch markieren können, dass die alle im gleichen Abstand sind, aber ich bin in solchen Sachen leider immer sehr vorschnell und möchte das direkt ausprobieren. Aber ihr könnt aus meinen Fehlern lernen. Hier seht ihr, wie ihr es nicht macht und dann macht ihr es einfach besser. Aber hey, vielleicht kann ich euch ja hierbei helfen. Ich habe, wie auch zu den Disney-Bildern, eine Pinnwand erstellt zum Thema Sticken. Die existiert schon seitdem ich die glorreiche Idee hatte, mir Sticken beizubringen, woraus auch nichts geworden ist. Aber vielleicht liefert sie euch ja jetzt ein paar coole Inspirationen. Und es gibt noch einen kleinen Zusatz, denn ich wollte noch was mit dem Peter Pan-Shirt machen. Und habe mir dann gedacht, ich pepp das nochmal ein bisschen auf mit Glitzerstein. Ich dachte, das passt ganz gut zum Feenstaub. Und habe die Steine dann einfach mit Schmucksteinkleber angeklebt und wollte dann auch gleichzeitig gucken, ob das Bedruckte darauf irgendwie reagiert. Aber das war nicht der Fall. Es sah dann einfach genauso aus wie vorher. Also alles super. So, das sind sie, alle fertigen Oberteile. Ich muss sagen, insgesamt bin ich relativ zufrieden. Ich glaube, mein Lieblingsoberteil ist sogar das Peter Pan Oberteil, obwohl das da nicht so gut funktioniert hat mit dem Bügeln. Und was meint ihr? Welches gefällt euch am besten? Und würdet ihr das Ganze auch mal ausprobieren? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.